Nach der doch eher desaströsen Nachrichtenlage in Sachen Handelskrieg in den letzten Tagen startet China heute eine Schamoffensive. Und die Grundfrage ist, ob Trump auf diese Schamoffensive oder diesen Trick wirklich reinfällt. Die Märkte glauben, ja, das wird schon irgendwie werden. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Sanktionen, Blacklist etc. Wir kennen diese Headlines der letzten Tage. Sah ja nicht so richtig gut aus. Aber dann heute China hat den durchstecken lassen, Mensch, wir sind doch interessiert an einem Teildeal. Das könnte doch funktionieren, wenn Donald Trump die Zölle nicht weiter anhebt, die ja dann Mitte Oktober und Mitte Dezember jeweils nochmal ansteigen sollen. Wenn Trump also darauf verzichtet, dann wäre Peking bereit, einen Teildeal zu machen. Nicht das ganz große Paket, das ist praktisch unmöglich, aber eben einen Teildeal. Und man will offenkundig Donald Trump ködern. Mit Sojabohnen, großartig, das ist natürlich mal ein Riesengewinn für Donald. Dann sind ein paar Farmer im Mittleren Westen glücklich und damit Donald Trump auch. Man will ein Drittel mehr von den USA kaufen als bisher, will also diese Käufe steigern. Aber die Frage ist, wird das ausreichen? Und die wahrscheinliche Antwort ist nein, denn es ist schlichtweg so, und das hat die Rabobank heute nochmal in einem hervorragenden Statement versuchte klar zu machen, können Sie wahrscheinlich nicht lesen, aber es ist schlichtweg so, dass die Rabobank sagt, es geht gar nicht um Handel. Der Handel ist, wenn überhaupt, nur die Spitze des Eisbergs. Das, was wirklich der Fall ist, ist ein Machtkampf, ein säkulärer Machtkampf zwischen einer absteigenden Weltmacht, nämlich die USA, die jetzt nochmal aggressiv gegen diesen Abstieg versucht, sich zu stemmen in Gestalt von Donald Trump, und einer aufstrebenden Weltmacht, die sagt, naja, wir geben ein paar Zuckerl und versuchen mal, diese absteigende Weltmacht ein bisschen ruhig zu stellen, dann wird das schon werden. Und wie Rabobank jetzt bemerkt, es hat mit Ping-Pong angefangen zwischen den China und den USA. Sie erinnern sich vielleicht noch, die Älteren unter Ihnen zumindest, an die sogenannte Ping-Pong-Diplomatie, an den Austausch von Tischtennisspielern in den ganz frühen 1970er Jahren. Das hat dann dazu geführt, dass die Stimmung sich gebessert hat. Nixon dann China besucht hat, 1972 dort auch die Ein-China-Politik mitgetragen hat, die Peking unbedingt haben wollte. Und es endet, wie die Rabobank sagt, jetzt bei Basketball. Sie haben wahrscheinlich gehört, auch ich hatte es gestern im Marktgeflüster gesagt, dass ja Turbulenzen jetzt sind um die NBA, um einen Tweet des Managers der Houston Rockets, der dazu geführt hat, dass Peking Live-Übertragungen nicht mehr garantieren wird, nicht mehr durchführen wird von Basketballspielen von NBA-Teams. Das ist also sozusagen jetzt für den Durchschnittsamerikaner endlich angekommen. Oh, wir haben Handelskrieg, weil Basketball wird von den Chinesen jetzt boykottiert. Da muss es ja übel stehen. Also er versucht jetzt Peking offensichtlich ein bisschen gute Stimmung zu machen. Wird das helfen? Wir werden sehen. Jedenfalls wäre es doch sehr peinlich, und auch gegenüber der Opposition in den USA schwer zu vertreten, gegenüber der Bevölkerung schwer zu vertreten, wenn man die ganze Zeit sagt, wir wollen einen großen Deal und dann mit ein paar Sojabohnen zufrieden ist und einem Teildeal, da kann vielleicht noch manche Aspekte mit dazukommen, aber es wird eben grundsätzlich nichts ändern. Grundsätzlich strukturell geht es um Diebstahl geistigen Eigentums, geht es um die Subventionierung von chinesischen Staatsfirmen als unlauterer Wettbewerb gesehen von den USA. Also diese Punkte werden wohl gar nicht erst angeboten von den Chinesen, und das ist im Grunde der Stand, den wir schon seit Monaten haben. Die Chinesen haben immer wieder gesagt, ja, ja, wir sind bereit, mehr Landwirtschaftsprodukte zu kaufen. Interessant ist da eigentlich dabei an der ganzen Geschichte, dass die Amerikaner, dass die Trump-Administration ja schon lange vorbereitet hat, Sanktionen gegen diejenigen in China, die die Uiguren unterdrücken, jenes muslimische Volk im Nordwesten Chinas, dass man schon lange diskutiert hat über eine Blackliste von chinesischen Firmen, die zum Beispiel bei der Unterdrückung der Uiguren mit dabei sind, aber eben auch andere wettbewerbsverzerrende Aktivitäten unternehmen angeblich. Jedenfalls war das lange in Vorbereitung, und es ist sprechend, dass jetzt kurz vor diesen Gesprächen eben diese Geschichten plötzlich ausgepackt werden, als Fakten ausgepackt werden seitens der Trump-Administration. Will man da den Druck auf China erhöhen, dann ist das möglicherweise nicht gelungen, wenn die dann mit ein paar Sojabohnen kontern. Das ist ein bisschen dünn. Die Algos, die Märkte aber, sind gleichwohl wieder fasziniert. Hurra, das ist die 7381. Hoffnungsrallye jetzt in Sachen Handelskrieg. Mal sehen, ob sie endet wie die 7380 Rallyes davor. Jedenfalls sehen wir, dass auch in China auffällig ist. Ich habe mir heute chinesische englischsprachige Medien genauer angeschaut. Hier zum Beispiel ein Tweet von Xi Jinping,
nicht Xi Jinping, sondern von Hu Xixin. Xi Jinping ist ja der chinesische Staatschef. Hu Xixin ist der Chef-Editor der Global Times, der sich zu Berichten äußert, wonach die chinesische Delegation einen Tag früher abreist, sagt er, naja, es ist ja so, die reisen ja erst Freitagnacht ab, das heißt, sie haben ja dann den Donnerstag, den ganzen Donnerstag und den ganzen Freitag, also arbeitstechnisch war da eh nicht mehr rauszuholen, deswegen sei es gar nicht so wichtig, ob sie Freitagabend oder dann am Samstag abreisen, eigentlich war die Abreise für Samstag vorgesehen und auch der Sprecher des Außenministeriums heute, der sich geäußert hat zu Vorwürfen Pekings an Apple. Apple hat nämlich eine Software, eine App, mit der sich die Demonstranten in Hongkong organisieren konnten. Das hat man scharf verurteilt. Jetzt hat heute der Sprecher des Auswärtigen Amtes, des Außenministeriums in China gesagt, na, davon weiß ich nichts, aber man sollte doch sich vernünftig verhalten so insgesamt. Also es wird jedes Störfeuer derzeit vermieden seitens der Chinesen. Man will jetzt nochmal auf gute Miene machen, will sozusagen ein asiatisches Lächeln aufsetzen, denkt sich aber der blöde Idiot, der Trump, vielleicht fällt er drauf rein und die Märkte jedenfalls sind getrieben von Algorithmen und denken da eher wenig politisch, denken eben nur in Headlines, denken in Programmiercodes, die sagen, Deal klingt immer gut, kaufen, das ist sozusagen das Muster. Aber wir haben jetzt andere Themen auch, wir haben gestern gesehen, Jerome Powell, der unbedingt uns versichern wollte, dass die Ausweitung der Bilanzsumme der Fed doch absolut kein QE sei. Wir sehen hier mal die Assets, die Total Assets der verschiedenen Notenbanken in Relation zum BIP. Da ist Japan mit 102% dabei, die EZB mit 40% und die Fed mit 18% Tendenz, jeweils deutlich steigend. Und die Frage ist, was da eigentlich passiert. Wir sind vielleicht so in einer Art Endspiel der Notenbanken, die jetzt erkennen müssen, dass sie machtlos sind. Oder wie hier Daniel Lacall schreibt, das Repo-Problem, also diese Probleme am Repo-Markt, ist ein Seiteneffekt, ein Nebeneffekt des Glaubens der Notenbanken. Die glauben, sie könnten mit enormous distortions in markets, also sie könnten sozusagen hier einige Dinge, schlimme Dinge verhindern, indem sie da eingreifen. Faktisch wollen sie eine Welle managen und erzeugen damit einen Tsunami. Das ist, glaube ich, das, was man dazu sagen kann. Es sind jetzt sozusagen die Spätfolgen der ultralaxen Geldpolitik, die dann eintreten, wenn eine Notenbank versucht, mal ihre Bilanzsumme zu reduzieren. Schon ist irgendwie Stress am Markt und genau das ist passiert. Stress dürfte auch bald bei der US-Konjunktur eintreten. Hier die Streiks bei General Motors, die ja schon lange dauern, wie auch das Drama bei Airbus. Die haben ein ganzes 737 Max-Flugzeug verkauft im September. Da hat wohl jemand nicht aufgepasst. Er hat wohl irgendwie hinterm Mond gelebt ein paar Monate, dass er das nicht mitgekriegt hat. Jedenfalls Einbrüche natürlich bei Boeing, aber auch massive Produktionseinbrüche der amerikanischen Autoindustrie durch diesen Streik bei General Motors. Wir hatten so etwas schon mal im Jahr 96 und 98 und wir sehen, dass damals die Autoproduktion massiv eingebrochen ist, hat sich dann schnell wieder erholt, aber es bedeutet faktisch eben, dass die Daten zu Einkaufsmanager-Indizes, Industrie, dass Industriedaten insgesamt in den nächsten Wochen und Monaten sehr schlecht ausfallen dürften in den USA. Da wird also noch einiges auf uns zukommen. Was machen die Märkte draus? Wir sehen hier den Dow Jones mit leichter Erholung. Das ist hier ein Stundenchart von Capital.com. Wir sind bei 26.351. Wir haben den S&P, der sich erholen kann auf diese so unglaublich tollen Nachrichten. Bei 2617 kommen bisher nicht so richtig über die 2620er-Zone raus. Wir sehen hier doch nach wie vor absteigende Spitzen des Charts. Kann sich natürlich ändern, wenn dann doch ein Wunderdeal ausgepackt wird, zumindest wenn Trump ihn als solchen verkaufen wird. Was macht der DAX? Der ist aktuell bei 12.108 Punkten. Nach wie vor in dieser Zone, entweder knapp unter 12.000 oder irgendwie an der 12.100er Marke, gefühlt schon seit Monaten. Wir sehen, dass der Euro bei 1,0973 ist. Aber wenn die Fed jetzt weitermacht mit ihrer Bilanzzauberei dann dürfte und Zinssenkungen, dann dürfte der Vorteil, der Dollar, so muss es heißen, noch hat, eben immer geringer werden, diesen Zinsvorteil eben. Wir sehen, dass Gold sich halten kann bei 1.506, wenig bewegt und das amerikanische Crude Oil WTI bei $53,31 nach Lagerbeständen
die um knapp 3 Millionen Barrel gestiegen sind. Also, das ist die Lage. Die Chinesen haben dem Affen Trump ein Zuckerl hingeschmissen und hoffen, dass er es lutschen wird und glücklich ist, anfängt zu lächeln. Aber das zeigt nach meiner Auffassung die asiatische Mentalität, oder ausgehend von asiatischer Mentalität dürfte das sozusagen die Chinesen dazu bewogen haben, ja, der Trump ist schwach, dem geben wir jetzt so ein paar Signale, dass wir es doch gut meinen, dass wir Frieden haben wollen hier. Das kann er vielleicht jetzt brauchen, weil er unter Druck ist, aber Trump agiert normalerweise, wenn er unter Druck ist, eher mit radikaler Offensive statt mit Defensive. Deswegen habe ich da meine großen Zweifel, dass die Geschichte so ausgeht, wie die Märkte es sich erhoffen, und wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.